Servus und willkommen zu einem neuen Video hier von All4Motion. Ihr seht, es ist etwas kalt, aber wir haben heute den neuen Audi A1 dabei. Bevor wir aber mit dem loslegen, erstmal noch ein dickes Dankeschön an euch, weil wir mittlerweile richtig steil auf die 10.000 Abonnenten zugehen. Ich glaube, aktuell haben wir 9.600 oder sowas. Das heißt, die 10.000 sind bald geknackt, über 8 Millionen Aufrufe. Wir befinden uns, glaube ich, im fünften Jahr des Kanals mittlerweile. Das heißt, quasi 2013 haben wir mal angefangen. Ja, und jetzt geht es sukzessive weiter. Wie ihr seht, wir haben immer mehr Autos, immer mehr längere und detailliertere Videos. Das hat jetzt zuletzt wieder mit dem Audi Q8 begonnen. Jetzt heute wieder dank des Autohauses Weber einen Audi A1. Und ja, wir gehen gleich in die Details. Der Ben und ich, ja, wir beide sind ja schon immer mal wieder zu sehen gewesen, werden in Zukunft auf jeden Fall mehr, sage ich mal, auf der Bildfläche erscheinen. Ja, wir haben bisher im Hintergrund ja meistens so kurze Clips gemacht von Automessen, möglichst viele verschiedene Videos. Und das Ganze wird sich jetzt ein bisschen ändern. Wir werden mehr in die Details gehen. Deswegen habt Spaß, schaut rein und ja, bis gleich. Wir fangen mit dem Schlüssel an, wir haben eine Funkfernbedienung, öffnen, Kofferraum öffnen, abschließen und natürlich den berühmten Klappschlüssel.
Das Öffnen, ganz einfach. Und das Auto öffnet, abschließen und das Auto schließt. Und jetzt die Besonderheit, die Heckklappenöffnung. Gut öffnen. Hier hebt sich das Ganze nur an. Aufmachen muss man selbst. So, kommen wir zum Motor. Beim Motor haben wir den 30 TFSI. Das klingt im ersten Moment nach einem 3-Liter Motor, ist es aber nicht. Wir haben hier gerade mal 999 Kubik und 116 PS gekoppelt mit einer sogenannten S-Tronic. Das heißt, das ist die Audi Automatik. Wie ihr seht, alles nagelneu. Auto hat gerade mal, wenn mich nicht alles täuscht, 1500 Kilometer runter, deswegen alles sehr frisch. Aber, obwohl wir hier eine Premium-Marke haben, auch hier muss man die Haube mit einer Stange festmachen. Keine Gasdruckdämpfer oder ähnliches. So, bei den Assistenzsystemen haben wir hier unten hinter dieser Blende einen Fußgängererkennungssensor und auch einen Spurhalteassistenten. So, und dann haben wir hier natürlich noch die LED-Scheinwerfer und das LED-Scheinwerferpaket. Sehr schön, wie ich finde, macht sich besser als diese alten Xenon oder sonstigen Scheinwerferpakete oder auch die normalen Halogenpakete. So, wir befinden uns jetzt im Innenraum des Fahrzeugs und auch ich mit meinen 2 Metern habe ganz gut Platz eigentlich. Allerdings hat hinter mir niemand mehr Platz. Wie ihr seht, wir haben hier das Audi Virtual Cockpit, das heißt das komplette Display. Ich starte das Fahrzeug jetzt mal. Und wie ihr seht, es ist alles direkt da. Auch dieses Fahrzeug verfügt über ein Audi Soundsystem. Das heißt, wir haben hier recht schön auch einen ganz guten Bass, wie ich finde. Und natürlich auf der rechten Seite den Tacho, auf der linken Seite den Drehzahlmesser und in der Mitte den Spurhalteassistent, also das Fahrerassistenzsystem, auf das ich vorhin schon eingegangen bin. Ansonsten ein Sportlenkrad. In dem Fall hier haben wir eine Automatik, das heißt, ich habe nur 2 Pedale, die ich bedienen muss, aber selbst wenn ich hier kumpeln müsste, würde ich mit dem Knie recht gut rein und rauskommen. Sportlenkrad ist sehr schön, finde ich sehr handlich, wirkt auch sehr wertig, auch hier mit den Nähten verarbeitet und allem. Ist auf jeden Fall ein Feature, das ich in jedem Fall empfehlen würde. Weiter hier rechts haben wir die Klimatronik, ist denke ich in der Klasse auch eher die Ausnahme. Meistens kennt man noch die Drehregler, sage ich mal, für ganz kleine Fahrzeuge. Hier sehr schön einstellbar. Sowohl für Fahrer- und Beifahrerseite, das heißt eine 2-Zonen-Klimatronik, Frontscheibengebläse, Sitzheizung links, Sitzheizung rechts. Ich mache das Frontscheibengebläse mal wieder aus, dann versteht man mich besser. Und dann haben wir natürlich noch die Heckscheibenheizung, einen Umluftknopf und natürlich Gebläse auf die Füße, Gebläse ins Gesicht oder eben auf die Frontscheibe, was wir hier drüben auch schon haben. Manuelle Gebläseeinstellung ist hierüber möglich, auch eine sehr schöne Grafik, wie ich finde. So, kommen wir zu dem Entertainment-Display hier. Das sieht, wenn man, ich mache es noch mal ganz kurz aus, wenn man es ausschaltet, sieht es richtig toll aus. Ja, das glänzt, das hat eine schöne Oberfläche, aber ihr seht schon, wenn man eine Weile da damit bedient, hat man ganz viele Flecken und vielleicht auch ganz schnell Staub. Also ich kenne einige Audi-Fahrer, die mittlerweile ein Brillenputztuch oder ein Oberflächentuch mitführen, nur damit diese Flächen so bleiben. Ansonsten eine sehr schöne Sache, gibt es mittlerweile in vielen Audis, weil man es einfach sehr schön bedienen kann und entsprechend hier nicht nur ein Touchscreen hat, sondern auch ein leichtes haptisches Feedback, das heißt, es klickt kurz. Hier kann ich durchgehen über das ganze Entertainment-System, in dem Fall ist jetzt ein Galaxy A5 verbunden. Hier haben wir USB-Anschlüsse, die befinden sich hier unten, neben dem 12 Volt Steckdosen- bzw. Bordnetzanschluss. Das heißt, quasi auch hier kann ich mein Handy laden und hier unten habe ich auch gleich dann das Ablagefach dazu. Navigationssystem ist in dem Fall noch nicht aktiviert, weil das jetzt eben ein Vorführwagen ist. Normalerweise könnte ich es dann auch in dem Virtual Cockpit darstellen lassen. Home-Button und wir haben eine komplette Menüübersicht, das heißt, auch das Fahrzeug können wir uns angucken. Was macht die Klimaautomatik zum Beispiel? Auch das
kann ich alles hier einstellen. Das heißt Umluftautomatik, aber hier natürlich in verkleinerter Darstellung, weil ich das Bediendisplay direkt hier drunter habe. Dann haben wir Licht und Sicht, nennt sich das Ganze. Ich kann sagen, möchte ich den Regensensor nutzen. Das gilt dann vorrangig aber für die Scheinwerfer. Bisher kennt man das ja für die normalen Scheibenwischer, sage ich mal, dass es da einen Regensensor gibt. Hier in dem Fall schaltet dann das Licht auch mit ein, kann ich ein- und ausschalten. Außenbeleuchtung kann ich wählen, für Ein- und Ausstiegslicht zum Beispiel die sogenannte Follow-Me-Home-Funktion. Dann gehen wir zurück in den Home-Button. Ich habe noch Shortcuts, die ich machen kann. Das heißt, ich kann mir hier meine Home-Adresse anlegen, aber ich kann auch viele weitere Dinge hinzufügen, die ich direkt ansteuern möchte oder die ich häufiger benutze. Einstellungen im Gesamten. Hier ist die ganze Anzeigeeinstellung drin, Sprache, Tastatur. Ich kann den Klang einstellen, ich kann auswählen, welche Geräte verbunden sind. Ich kann auch die Verbindungseinstellungen verwalten. Das heißt, ich kann Prioritäten festlegen. Zum Beispiel, wenn das Auto von zwei Leuten gefahren wird, die beide gleichzeitig mit dem Handy einsteigen, dass festgelegt wird, welches Handy wird zuerst verbunden. Und wie gesagt, hier hätte ich normalerweise das Navi, ist jetzt aber derzeit nicht verfügbar, weil es eben noch nicht aktiviert ist. So, dann haben wir hier das Cockpit-Display nochmal im Detail. Das heißt, wir haben auf der linken Seite die Temperaturanzeige nebendran. Sehr schön gemacht, weil die Anzeige-Skalierung rechts davon ist, der Balken, wie warm es schon ist, erst links davon angeordnet ist. Und auf der rechten Seite haben wir die Tankanzeige, auch da mit nur zwei Balken in unserem Fall, also sprich ein Viertel voll. Hier links angeordnet haben wir vier elektrische Fensterheber sowie elektrisch verstellbare Außenspiegel. Links vom Lenkrad befindet sich der Schalter für die Lichtautomatik, als auch für die Nebelscheinwerfer in Front, sowie die Nebelscheinwerfer im Heck. Kommen wir zum Lenkrad. Wir haben in der Mitte den kleinen, aber feinen Airbag. Wir haben auf der rechten Seite die Radio-Einstellungstaste, das heißt lauter, leiser. Wir haben hier auch ein Sprachsteuerungspaket drin. Das heißt, wenn wir diese Taste drücken, empfängt das Auto auch Spracheingaben. Auf der linken Seite können wir auswählen in den Fahrerassistenzsystemen. Das heißt, hier oben kann ich mir zeigen, okay, wie viel, zum Beispiel das Fahrerassistenzsystem, ich kann mir anzeigen lassen, wie viel Komfortverbraucher nutze ich, wie sieht aus mein Langzeitverbrauch oder mein aktueller Verbrauch, dann habe ich einen Kurzzeitspeicher, das heißt, wenn ich die letzte Strecke oder gefahrene Strecke benutzen möchte, dass ich mir diese auch angucken kann, dann Datum und Uhrzeit natürlich und das war es auch schon. All das kann ich mit diesem Knopf hier auswählen. Hier unten haben wir dann noch den Tempomat. Der Tempomat ist voll einstellbar über diesen separaten Hebel und hier ganz unten haben wir noch die Lenkradhöhenverstellung. Ganz links noch der Blinkerhebel und ganz rechts entsprechend haben wir noch die ganz normale Scheibenwischereinstellung. An der Decke haben wir noch einen SOS-Knopf für den Notruf sowie einen Werkstattmodus und natürlich, ob ich die Beleuchtung ein- und ausschalten will, wenn die Tür öffnet, sowie eine Innenbeleuchtungstaste, wo diese beiden Lampen dann angehen und auch auf der Rückbank entsprechend zwei LEDs verbaut sind. Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, haben wir hier drin eine S-Tronik, das heißt quasi eine Audi-Automatik. Das heißt, wir können wählen zwischen Parken, Rückwärtsgang, Neutral oder auch Drive, das heißt ganz normale Automatik oder dann auch den Sportmodus manuell, in dem wir auch selber schalten können. Ein Stück weiter hinten haben wir dann die Handbremse und natürlich auch noch zwei Dosenhalter sowie eine Mittelarmlehne, die sich bei Bedarf wegklappen lässt und noch ein kleines Fach darunter verbirgt. Hier rechts haben wir noch das Handschuhfach, sehr geräumig für den kleinen Wagen, wie ich finde. Und oh, da haben wir das erwähnte Reinigungstuch für diese ganzen glänzenden Oberflächen. Das heißt, Audi hat auch dazugelernt und gemerkt, okay, diese Flächen sehen zwar gut aus, verdrecken aber schnell. Und deswegen packen die das dazu. Darunter haben wir noch das Audi Bordbuch, auch mit einem schönen Emblem, wie ich finde. Also auch für diese Fahrzeugklasse alles sehr wertig. So, kommen wir zum Kofferraum. Der öffnet sich über diese tolle Taste. Man hebt ihn an
Der Kofferraum an sich ist sehr geräumig. Ja, wir haben geteilt umklappbare Rückbank im Verhältnis 2/3, 1/3. Und die Besonderheit, hier drunter befindet sich kein Ersatzrad, sondern hier drunter befindet sich etwas Ähnliches. Jetzt kann man sich fragen, ist das für Werkzeug oder für was mag das sein? Aber nein, wir entdecken dieses kleine Kabel hier und es handelt sich tatsächlich um einen Reserverad-Subwoofer. Nicht gerade der schönste, aber wie wir vorhin gehört haben, sehr effektiv. So, das war unser kurzes Review, was heute der Olli im Großteil vorgestellt hat vom Audi A1, von dem neuen. Wir möchten uns zunächst einmal bedanken beim Autohaus Weber in Leonberg, unserem VW- und Audi-Partner hier in der Region. Vielen Dank dafür. Wir zeigen euch jetzt noch so ein paar Fahraufnahmen im Nachhinein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wem das Video gefallen hat, der darf gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch vor allen Dingen im neuen Jahr wieder einschaltet. Wir wünschen euch schöne Weihnachtsfeiertage und guten Rutsch ins neue Jahr.